Wie viel sind da eigentlich von denen? Siehst du was? Der da hinten sieht mich nicht. Ich kann mich da hinschleichen, aber... in diesen Tresorraum reinkommen ist schwer. Weil da einer immer hin und her läuft. Aber ist das nur einer? Mal sehen, sonst sehe ich hier keinen. Das ist nur einer, oder? Der da immer seine Runden dreht. Ja, das ist nur einer. Der geht da immer im Kreis. Aber da muss ich rein. Ja. Da muss ich rein. Tresorraumcode. Er sagte, ich dachte gerade, was ist denn das da oben? Patrouille, bitte melden. Ende. Okay, also theoretisch könnte ich den hierher pfeifen und dann hier dahinter ziehen, oder was? Versuchen wir es mal. Nö, der hört mich nicht. Da hinten sind noch welche. Okay, dann müsste ich zu den Kisten da schleichen. Ist hier irgendjemand? Glaub nicht. Die Einsatzübungen werden sich sicher irgendwann bezahlen. Mal sehen, der da müsste mich eigentlich... Da hinten ist noch einer. Na, lass dich markieren. So. Aber hier sehe ich jetzt keinen. Mal sehen. Okay, kann ich ranpfeifen. Sehr gut. Kommt jetzt näher. Wie die Ratten hier auch warten. Chill-Musik. Chill. Chill. Chill-Musik. Das heißt, jetzt dürfte da eigentlich keiner mehr vor dem Laden sein. Der da sieht uns nicht. Hat jemand meinen Helm gesehen? Ich trage gerade einen Ersatz, aber der ist zu klein. Hat jemand meinen Helm gesehen? Ich trage gerade einen Ersatz. Datenanschluss hacken. Was können wir denn hier jetzt machen? Sag mal, was ist denn in dieser Basis los? Nehmen wir den und nehmen wir den. Okay, einen richtig. Testen wir mal den. Den und den. Hm. Der. Der und der. Ach, Menno. Der, der und der? Also der und der. Yes! Gab's Credits? Credits! Schön Credit. Oh, 1000 Credits downgeloadet! Jo. Erstmal schön die Dings hier abziehen. Was ist da drin? Was ist da drin? Sie guckt schon so. Geil. Was auch immer sie gerade... Vorgeschobene imperiale Basis. Infokette geklärt. Blaster Umweltsystem und Wächterlackierung. Ja, nice. ISB-Bericht. Elira Soy. Elira Soy, 38, Syndikatsagentin. Gemäß der Ermittlung des ISB gehört Elira zum inneren Kreis von Crimson Dawn. Ihre Vergangenheit mit dem Syndikat geht zurück bis zu einer Operation auf Torum in den Anfangstagen der damals neuen Anführerin Kira. Elira ist größtenteils selbstständig als Einsatzkraft und Kontaktperson tätig. Ihre Hauptaufgabe ist es, das Pike-Syndikat zu kompromittieren, mit Schwerpunkt auf ihrem Brückenkopf auf Tushara. Da sie direkt mit Kira zu tun hat, sollte Elira als Bedrohung der Klasse 2 für das galaktische Imperium eingestuft werden.
Okay. Hier gibt es noch... Hier gibt es noch einen Schatz irgendwo. Aber ich glaube, ich habe jetzt keinen Bock mehr, die Basis noch weiter zu durchsuchen. Weil im Endeffekt... Ich wette, da hinten, wo der Typ Wache schiebt, ist noch irgendwas. Weil da drin ist nichts. Da drin war ich noch nicht. Da kann man sich raufziehen. Ja, hier ist im Endeffekt noch ein einziger Schatz offen. Karte müsste auch sagen, oder? Ja, da. Da oben. Da. Da. Eine Schatztruhe ist noch geschlossen. Ich sag mal so, klar. Man könnte jetzt alle ausnocken hier und dann die Basis frei begehen. Aber die Frage ist, wo könnte hier noch... Da oben war ich drin, da ist nichts mehr. Hier war ich drin, da war ich drin. Da war ich noch nicht drin, aber... Zeitlich gesehen, ja, eine Viertelstunde noch. Und Festplatte ist gleich voll. Das heißt... Ah, das ist immer so eine Sache. Ich habe keine Ahnung, ob mich jemand sehen würde, weil... Wir haben schon einige Leute hier ausgenockt. Und haben dementsprechend schon relativ freien Zugang zu vielen Bereichen. Also da oben in dem Bereich sind wir noch nicht gewesen. Hier sind wir schon drin gewesen. Da sind wir gewesen. Da auf der Brücke sind wir gewesen. Ja, da wo der Wächter davor steht, da waren wir noch nicht. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mein Schleichding hier, weil der Typ da hinten, den kriegen wir nicht weg. Und ich habe keinen Bock, mein Schleichbonus sozusagen, weil da waren wir schon drin. Da in dem Tunnel waren wir schon. Hm. Klar, resettet das alles, wenn ich hier weggehe. Aber da unten war ich noch nicht drin. Und da steht eigentlich nur dieser einer davor. Wobei, ich müsste mal auskundschaften. Imperiale da drüben. Da. Frachtcontainer, unverschlossen. Wetten, das ist der, wo ich hin muss. Frachtcontainer? Ne? Was? Und da ist noch einer? Da sind auch noch zwei. Ja, ich könnte wetten, das ist der letzte, den ich entsprechend noch finden muss, oder? Also da unten muss ich gar nicht wirklich rein. Da ist noch einer. Wie viel kann ich eigentlich markieren? Kann ich sie alle markieren? Da kommt man hoch. Und da ist auch so ein Greifpunkt zum Hochgehen. Aber da laufen mir zu viele rum. Den da kann ich jetzt gerade nicht markieren. Den habe ich aber schon. Ah, die Markierungen gehen wieder weg, wenn ich zu viel markiere. Problem ist, den kann ich zwar hier in die Nähe locken, aber den kann ich nicht umlocken, oder? Und wenn, dann sieht man das. Hier passiert nie etwas. Ist jemand in der Nähe? Geht klar. Hallo? Nö, wenn, dann muss ich ihn hinter die Kisten locken. Der Sektor ist tot. Beziehungsweise sie, ist eine Frau. Die Kameras sind ja aus, zum Glück. Ja, gut. Das war jetzt nicht ganz geschlichen, aber... Egal, die Kameras sind aus. Das heißt, die da können mich sehen. Da muss ich rauf. Die marschieren da zu zweit entlang. Müsste man dann auch einen von weglocken? Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Sucht noch einmal die Umgebung ab. Ende. Ich muss die alle auf dem Dach irgendwie ausschalten. Ich habe gehört, dass wir bald den E12 bekommen. Ist da noch einer? Nein, ich dachte schon, da wäre noch einer. Meldet euch für die Nachbesprechung in der Zentrale. Ende.
Mhm. Ah ja, hier kommt man rüber, aber... Menno, das sind zu viele, um mich da durchzuschleichen. Ah. Also die zwei gehen da hinten längs, oder? Oder gehen die hier auch nach vorne? Der langweiligste Sektor im System. Kommen die her? Wäre nicht so klug. Nö. Jawohl, komm nicht her. Ich habe alle Patrouillen im Einsatz. Ende. Die gehen dann hier vorne einmal rum. Das heißt, wenn man an denen vorbeischleichen will, ich weiß auch gar nicht, ob das in der Kiste drin ist. Ob das quasi die letzte Kiste ist, die man looten muss. Weil der da sieht mich nicht. Der vor der Tür steht, der sieht mich. Der Bereich ist sicher. Der da hinten würde mich sehen. Ah, den kann ich nicht ablenken. Such einmal die Umgebung ab. Ende. Hier hinten gehen die nicht rum, oder? Die gehen dahin, gehen da links und gehen jetzt aber nicht hier rum, oder? Nee, die biegen vorher ab. Okay, gut. Ich hasse solche Schleichmissionen. Energiezellen, die sind viel genauer. Vor allem, ich muss ja auch noch zurück. Okay, der da hinten hat mich nicht gesehen. Gut. Der steht mit dem Rücken zu einem. Meldet euch für die Nachbesprechung in der Zentrale. Die laufen da rum. Die da könnte mich sehen. Aber die Frage ist, gehen die beiden einmal so die Schleife, dass die Personen, die da sehen, die hier, die direkt hinter mir, die da, gehen die jetzt so rum, dass sie die sehen oder gehen die so rum, dass die die nicht sehen? Spannend, spannend, spannend. Also entweder gibt's gleich Alarm und ich fliege auf. Weil ich glaube, um die rumschleichen kann ich. Da hinten ist keiner mehr, der sie sieht. So, jetzt ist die Frage. Sehen die Wissenschaftler oder sehen sie sie nicht? Alles klar. Nicht mein Sektor, nicht mein Problem. Okay, sie sehen die nicht. Nee, sie sehen die nicht. Datenanschluss hacken. T. Ah, fuck. Ah, verdammt. Mist. Das wird knapp. Der ist es nicht, der ist es nicht. Der muss es sein. Der und der. Sehr gut. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Der Geschützturm hat die gerade erledigt, alle. Okay.
das war wirklich sehr nice gerade. Alle tot. Das war's nicht. Doch, das war's. Schatz geborgen. Das war's. Was ist denn das für eine Konsole hier? Alles klar. So, jetzt muss ich nur noch die Basis wieder verlassen, ohne entdeckt zu werden. Aber da hier alle tot sind, wird das wohl nicht so schwer sein. Hoffe ich doch mal.